Vielleicht hast du schon einmal von diesem Rätsel gehört. Du stehst vor zwei Türen und du weißt, eine von den beiden Türen führt in den Himmel und eine führt in die Hölle. Aber du weißt nicht welche. Und da sind auch zwei Personen, zwei Wächter. Der eine sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Welche Frage musst du stellen, um zu wissen, welches ist die Tür, die in den Himmel führt? Ein interessantes Rätsel, nicht wahr? Weißt du, dass es sehr, sehr vielen Menschen genau so geht? Sie sagen, ich stehe hier, es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, ich habe keine Ahnung, welche ich wählen soll. Es gibt so viele verschiedene Informationen, es gibt so viele unterschiedliche Ansichten. Welche Tür, welcher Weg führt mich wirklich in den Himmel? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Und ich weiß nicht, welche Frage ich stellen muss. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten muss, um die richtige Tür zu finden. Vielleicht betrifft dich das. Weißt du, eigentlich ist es ganz einfach. Du brauchst nicht darüber nachzudenken, welche doll ausgeklügelte Frage du stellen musst, sondern du musst dir die Personen anschauen, die vor der Tür stehen, die Wächter. Einer von ihnen hat ein Erkennungszeichen. Einer von ihnen hat ein Erkennungszeichen. Und das sind durchbohrte Hände. Durchbohrte Hände. Jesus hat durchbohrte Hände. Und er wird in aller Ewigkeit durchbohrte Hände haben. Und du erkennst ihn an den durchbohrten Händen. Du kannst dich ihm zuwenden und wissen, das ist die Tür, die mich in die Ewigkeit hineinführt, in ein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Die Heilige Schrift sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Das sagt Jesus. Er sagt, ich bin die Tür. Durch mich kommst du in die Rettung. Die Heilige Schrift sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Jesus ist derjenige, durch den du durch die richtige Tür in das ewige Leben hineinkommst. Du kannst alle Verwirrung sein lassen, wenn du dich Jesus zu und du wirst merken, dass es die Wahrheit ist. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. So sagt uns die Bibel mehrfach. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ruf den Namen des Herrn an und er wird sich dir zu erkennen geben. Und du wirst merken, es ist Jesus, der Mann mit den durchbohrten Händen. Durch ihn kannst du durch die richtige Tür hineingehen und ins ewige Leben kommen. Lass dich nicht von den Stimmen des anderen, seinem Versuchen, dich abzubringen von diesem Weg, beeinflussen. Er wird dich nur durch die falsche Tür in die Verdammnis führen, sondern schau nach Jesus. Er ist die Tür zum ewigen Leben. Und er ist die einzige Tür. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.